Jetzt nochmal ein Remisgebot. Hatanga, ich bitte dich. Wir sind hier in einer super scharfen Stellung und eine Stellung, die vermutlich für dich verloren ist. Warum bietest du jetzt Remis? So, gegen Hatanga. Gegen mein geschätztes YouTube-Mitglied. Wir haben schon ein paar Partien gespielt. Und jetzt spielen wir mal eine lange Partie gegeneinander. Es freut mich sehr, dass ich natürlich jetzt hier zufälligerweise gegen meine YouTube-Mitglieder komme. Wer hätte das gedacht? E3, das ist jetzt quasi nimmt zu Indisch im Anzug. Und Sebastian sagt, Elometer ist viel zu hoch. Da hatte ich auch 2-1, aber habe nur knapp 1700 viele Elo. Ja, da hörst du das Patzer von einem, der es selber gemacht hat. Scheinbar nicht zu 100% aussagekräftig. Also kannst du vielleicht auch noch. Aber es ist unterschiedlich. Vielleicht haben auch manche dann in echt eine höhere Elo als auf dem Elometer. Es ist total schwierig. Hatanga, bietet er wieder Remis an? Das ist die große Frage. Ja, noch nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Ja, hier jetzt D4 zu spielen, das war auf jeden Fall sinnvoll. Denn jetzt kann ich kann E5 spielen, aber dann könnte er direkt tauschen. Also entwickle ich mal weiter meine Figuren. Sebastian fragt auch, wann kommt heute das Remis-Angebot? Ja, ich weiß nicht, ob Hatanga es macht, weil er weiß sowieso, ich werde ablehnen. Insofern, mal sehen, ob er ein Remis-Angebot unterbreitet oder nicht. Exchangeable sagt, ab welchem Leeches-Rating schätzt du, sollte man den DWZ-1500-Kurs nehmen? Schwierige Frage. Gibt es Leute im Chat, die vielleicht eine DWZ haben von 1200 oder 1300 DWZ? Jetzt kommt das Remis-Angebot, da ist es. Da ist es. Hatanga, Signature Move. Es musste sein, das Remis-Angebot musste sein. Ich werde es mal ablehnen. Genau, wer hat 1100, 1200, 1300, 1400 DWZ im Chat und ihr könnt ja einmal eure, sag ich mal, Blitzwertung reinschreiben oder so, wenn ihr Lust habt. Oh, Blitz- oder Schnellschachwertung. An alle im Chat, die eine Zahl zwischen 1000 und 1400 haben und dann bekommen wir hier ein paar Werte und können einfach wissen, wie es ungefähr einzuschätzen ist. Aber ich würde auf jeden Fall 300, 400, 500 Punkte draufrechnen. Ja, David Schaff sagt 1250 DWZ, Leeches Blitz 1550. Genau. Nee, die Leeches beides am besten, beides. Ja, hier 1211 Elo, 1970 Leeches. Das ist einfach mal ein Unterschied von 700 Punkten. 700 Punkte. Deshalb, das ist schwierig mit der Leeches-Zahl. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Cedo hat schon mal versehentlich ein Remis-Angebot angenommen, statt es abzulehnen. Ja, weißt du, was die Lösung ist, Cedo? Einfach einen Zug machen, dann wird es auch abgelehnt. Du musst nicht auf das X drücken. Das ist nicht Pflicht. So, ich könnte jetzt hier die Läufer tauschen. Ich könnte aber auch A5 spielen und ihn tauschen lassen, weil Weiß möchte nicht tauschen. Und dann ist diese Spannung noch ein bisschen lästig. Wobei, wenn dann kurz hoch Rade kommt, will ich eigentlich die Läufer vom Brett nehmen, sonst später wieder Läufer B2 zurück. Ja, also A5 bringt auch nicht so viel, weil ich möchte den Läufer gerne abtauschen. Und insofern, ja, machen wir es doch jetzt gleich. Ja. So. Auch hier Elo 1664 Blitz 2-1, also auch Unterschied von 450 Punkten fast. Ja, also 400, 500, 600 Punkte sind keine Seltenheit im Unterschied. Und insofern schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. So, jetzt E5, das Zentrum besetzen. Schönes Zentrum hier, Läufer kann auch rauskommen, kann nach E6 kommen. Vielleicht spiele ich D4. Meine Stellung gefällt mir ganz gut. Corinna sagt, vielleicht ist die Aufregung auch auf Leeches geringer, deshalb spielt man da besser und hat eine höhere Wertung als im Elo-Turnier. Ja, also ich glaube, der eine Faktor ist einfach, dass ein komplett anderes System verwendet wird. Ich meine, hier auf Leeches können die Leute bis zu, weiß nicht, 3000 haben und im richtigen Schach hat der stärkste Spieler 2860 ungefähr. Und außerdem
Vergleichen wir quasi Äpfel mit Birnen, wenn wir vor allem jetzt das Blitzwertung nehmen oder die Schnellschachwertung mit der ELO oder der DWZ, wenn wir jetzt von der klassischen ELO ausgehen. Es gibt natürlich auch Blitz-ELO oder Schnellschach-ELO, aber wenn wir von der klassischen ELO ausgehen oder von der DWZ, die sich nur auf Langzeitpartien bezieht, dann vergleichen wir zwei verschiedene Zeitkontrollen auch, was es wiederum schwieriger macht. Insofern, ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Faktoren. Also wenn man überhaupt etwas vergleichen möchte, dann müsste es die Lichess klassische Zahl sein. Die klassische Zahl auf Lichess. Wenn überhaupt kann man die vergleichen, sollte man die nehmen, um sie zu vergleichen mit der DWZ oder ELO. So. Genau, und How to Blunder Your King sagt ELO 2000 Blitz, Lichess 2000. Ja, bei mir ist es ja ähnlich. Ich bin ja auch blitzähnlich. Wie meine richtige Elo-Zahl ist einfach auch unterschiedlich, weil manche Leute sind dann im Blitz besser als im Langzeitschach oder andersrum oder gleich stark oder wie auch immer. Insofern eigentlich überhaupt die verschiedenen Bedenkzeiten miteinander zu vergleichen, ist, denke ich, nicht besonders sinnig. Wenn überhaupt, müsste man dann die klassische Bedenkzeit nehmen hier auf Lichess. Fernschach, ja, aber Fernschach ist auch wieder so eine Sache. Weil Fernschach, naja, da hat man wirklich sehr, sehr viel Zeit. Das ist ja bei einer klassischen Partie auch nicht so. So, Felix sagt, bei mir ist der Unterschied enorm. Ja, ich denke, bei den meisten ist der Unterschied schon relativ groß. Und zwar in die positive Richtung, also in dem Sinne, dass die Lichess-Zahl deutlich höher ist. Spiele ich jetzt D4, dann kommt der Springer nach A4. Ich glaube, ich habe da nicht viel gewonnen. Ich glaube, ich halte einfach mein Zentrum stark. Und spiele den Läufer nach E6, um das Zentrum noch einmal zu stützen hier. Das ist der zentrale Punkt. Kaufmanovic sagt, klassisch auf Lichess deutlich höher als DWZ. 2-1 auf Lichess DWZ 1600. Ja. Ja, es ist einfach, wie gesagt, also ich kann es nur wiederholen. Die Unterschiede gehen in alle Richtungen teilweise, aber meistens, dass die Lichess-Zahl deutlich höher ist und dementsprechend ist das schwierig mit den Vergleichen. Für die Ratingpreise nehmen wir die Lichess-Zahl, Muhammad. Ich kann jetzt nicht jeden nach der DWZ fragen, manche Leute haben auch keine DWZ, insofern wir nehmen da die Lichess-Zahl. Turm D1, so, den Bauern habe ich noch ausreichend gedeckt, aber ich möchte auch meine Türme ins Spiel bringen und die Türme gehören hier auf die halboffenen Linien C und D. Die Frage ist jetzt, wo stelle ich die Dame hin? Ich denke, ich stelle sie nach E7, denn auf C7, B6 passt alles nicht so richtig, D6, irgendwie passt es nicht. Ich stelle sie nach E7, dann kann der Turm nach D8, der andere vielleicht nach C8. Ich muss hier auf den Bauern noch ein bisschen achten, aber das fühlt sich erst einmal sehr natürlich an. So, wie ist die Stellung? Ich finde sie angenehmer zu spielen für mich. Es erinnert mich tatsächlich sehr stark an Semitarasch mit umgekehrten Farben. Semitarasch normalerweise eine Öffnung, die schwarz auch spielt. Ich denke, es ist im ausgeglichenen Bereich. Ich habe zwar das Zentrum, aber weiß, die weißen Figuren sind auch vernünftig platziert. Und weiß hat potenziell hier einen entfernten Freibauern. Insofern ungefähr im ausgeglichenen Bereich, aber ich fühle mich ganz wohl. Dame B2 ist ein bisschen seltsam, will wahrscheinlich auf diesen Bauern gehen, aber ich denke nicht, dass ich Probleme haben sollte, diesen Bauern zu verteidigen. Und spiele erstmal den Turm nach D8, dort gehört der Turm hin, hier hinter den D-Bauern. Und falls ich den Bauern mal nach vorne ziehe, dann kann ich eventuell einen Freibauern bilden. Corinna fragt, warum nicht A5 Fesselung? Ja, ich hätte die Dame nach A5 spielen können, aber das ist auch keine Fesselung. Also nicht wirklich, weil der Springer kann einfach ziehen und es passiert weiß nichts. Und weiß hat sogar einen Trick hier, wenn ich Dame A5 spiele. Ah ne, hat keinen Trick. Ich dachte, Springer schlägt D5, aber irgendwie vom Gefühl hat das nicht ganz gepasst. Jetzt Springer A4, greift den Bauern an auf E5. Wie decke ich den Bauern? Ich könnte Springer D7 spielen, aber das wirkt ein bisschen passiv. Ich könnte den Läufer ziehen, das wäre jetzt irgendwie am normalsten, sage ich einfach mal. Ich ziehe den Läufer und decke damit den Bauern. Springer B6 stört mich nicht so sehr. Ich ziehe einfach den Turm. Soweit.
So gut, also Läufer nach F5. Da steht der Läufer auch ein wenig aktiver als auf E6. Chris sagt, habe 1400 DBZ und überlege, welchen Kurs ich nehme. Ja, wenn du wirklich 1400 DBZ hast oder ein bisschen mehr, dann bist du wirklich so genau dazwischen. Also beide Kurse könnten für dich Sinn machen. Du hast zwar jetzt schon 1400 DBZ, also dieser Slogan, erreiche 1400 DBZ, passt nicht mehr, aber ich sage mal so, es ist ganz häufig so, dass man in gewissen Bereichen besser ist, also vielleicht Taktik- oder Variantenberechnung schon auf einem Level von vielleicht 1600 oder 1700 DBZ spielt und in anderen Bereichen dafür schwächer ist. Und das gleicht sich dann aus, also man kompensiert die Schwächen dann mit den Stärken. Und insofern könnte es auch eine Idee sein, dann tatsächlich den Kurs oder das Trainingsprogramm Erreiche 1400 DBZ zu machen, um diese möglichen Schachlücken oder die möglichen Lücken in der Schachausbildung zu schließen und wirklich sicherzustellen, dass man die komplette, ja, komplette Ausbildung bekommt. Aber das ist einfach, man kann es so oder so machen. Du kannst auch mit dem anderen Kurs oder Trainingsprogramm starten und dann schauen, wie es dir passt. Und wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen ist es überhaupt kein Problem, einfach zu wechseln von einem Kurs oder Trainingsprogramm ins andere. So, wann kommt mal wieder eine Studie mit Martin Minsky? Eine Analyse einer historischen Meisterpartie. Ja. Die Serie Unglaubliche Studien hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber wir haben dann irgendwann gesagt, 100 Stück, das ist eine schöne Zahl. Und dabei belassen wir es erst einmal. Vielleicht wird die Serie wieder aufgenommen in der Zukunft, aber das wird sich zeigen. Jetzt sehen wir, mein Turm steht perfekt auf der D-Linie, um jetzt den Freibauern zu bilden. Ich spiele D4 und der Bauer wird schön unterstützt von meinen Figuren, vom Läufer, vom Turm. Und der weiße Turm, der fehlt jetzt auch ein bisschen. Steht zwar scheinbar aktiv auf C6, aber macht nicht besonders viel. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mit dem Bauer nach vorne zu gehen. Die Analyse einer historischen Meisterpartie. Ja, witzig, dass du das fragst, weil ich habe tatsächlich mehrere Partien analysiert, aber auch für den Einsteigerkurs ein paar der absoluten legendären Partien aus der romantischen Zeit von Morphy und Anderson, die viele von euch wahrscheinlich auch schon kennen. Morphy, Anderson, Marshall, eine Partie von Della Bordone, hat sehr viel Spaß gemacht. Die haben echt richtig abgefahrenes Schach gespielt damals. So, der D-Bauer kann weiter nach vorne, D3. Ich greife damit den Läufer an und kann auch den Springer nach vorne bringen. Magic for Cool sagt, das 1400-Programm ist richtig gut. Ich habe mir viele Videos mehrfach angesehen und finde immer wieder was Neues bzw. einen neuen Blickwinkel. Vielen Dank für das Lob, mein Lieber. Das freut mich. Das freut mich sehr, das zu hören. Nils sagt, ich finde es etwas schade, dass man deine Platzierung nicht sehen kann. Ja, Nils, komm, für dich, für dich. Für dich holen wir die Platzierung rein. So. Stimmt eigentlich, ist sowieso schöner so. Guter Punkt, Nils. Jetzt die Platzierung zu sehen. Okay, geht's weiter nach vorne? Warum nicht eigentlich, oder? Springer E4, ich muss ein bisschen auf meine Grundreihe aufpassen, aber das passt alles. Von daher Springer E4. Und ja, warum habe ich das denn sowieso nicht auf einer Linie? Ich brauche ja hier nicht die ganze linke und rechte Flanke, ne? Ja, das ist was, was man sowieso schon lange mal hätte machen können eigentlich. Auch einfach vom Stilistischen her. Ja. Thomas ist jetzt auch dabei. Sehr schön. Thomas sieht nicht mehr das schwarze Brett. Wunderbar. Dame D1, weiter mit dem D-Bauer nach vorne. Ich sehe nicht, was dagegen spricht. Ich könnte natürlich auch andere Züge spielen. Springer schlägt F2, so Opferzüge kann man immer prüfen. Aber es geht noch nicht so richtig weiter. Und Dame A7, auch so ein ganz schöner Zug eigentlich, aber auch ein bisschen gekünstelt. Ach komm, gehen wir nach vorne. Die Dame ist quasi die schlechteste Blockadefigur. Denn natürlich möchte man die Dame nicht dazu nutzen, dass sie Figuren blockiert. Die Dame soll in keine passive Rolle geraten, sondern in eine aktive Rolle geraten.
Insofern ist sie hier nicht gut aufgehoben, aber wenn die Dame zieht, dann hole ich mir eine neue. Und das kann Weiß natürlich auch nicht erlauben. So, Black Monkeys, wenn du die Kurse anschauen möchtest, da gibt es sehr viel Auswahl in meiner Schachschule of Chessens. Der Link wird jetzt einmal reingepostet von Nightbot und Ole sagt, ich finde den Teil für die Eröffnungstheorie sehr gut. Das freut mich zu hören, Ole. Und sagt, ich habe erreiche 1700. DWZ auch sehr zu empfehlen, hat mich weitergebracht. Vielen Dank für das Lob. Vielen Dank. Läufer E2. So langsam müsste jetzt irgendwas in der Stellung sein. Ich muss eigentlich nur die Dame vertreiben, beziehungsweise den Läufer abtauschen. Wir können jetzt einen Zug, einen extravaganten Zug spielen. Aber der Zug führt vielleicht nicht ganz zum Erfolg. Ich hatte jetzt überlegt, Springer nach C5. Springer schlägt C5, Dame schlägt E2, Dame schlägt E2, D1 Dame. Wenn Weiß die Dame schlägt, dann wäre es Grundreinmatt, aber Weiß kann die Dame auf F1 dazwischen ziehen und dann ist es kein Matt. Aber die Idee an sich gefällt mir, den Springer ziehen und dann den Läufer schlagen auf E2. Jetzt geht es nur um die richtige Ausführung. Um die richtige Ausführung. Wobei selbst das könnte funktionieren. Aber ja, ich bin noch nicht ganz happy mit dem Zug Springer C5. Ist auch ein bisschen gekünstelt. Was habe ich für Möglichkeiten noch? Ich könnte den Springer auch einfach nach F6 ziehen, so ganz stumpf, aber vielleicht auch einfach gut. Ich könnte den Springer nach G5 ziehen. Aber ich will gerne den Springer irgendwie wegziehen. Das scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Aber wie machen wir es? Gut, mein Gegner kann natürlich auch immer Springer C3 machen. Eigentlich steht der Springer auch gut hier auf der anderen Seite. Das ist so das Ding. Vielleicht ist es an der Zeit, einfach mal einen stillen Zug zu machen. Weil ich sehe jetzt nicht direkt den Knockout-Punch. Und vielleicht soll ich einen stillen Zug machen. Oder Läufer G4. Das wäre auch wieder ein Zug für die Galerie. Aber vielleicht ein guter Zug. Was ist dann, wenn er F3 macht? Ich habe zwar die Schachgebot, aber kann auch immer noch den Springer oder den Turm dazwischen ziehen. Jetzt nochmal ein Remisgebot. Hatanga, ich bitte dich. Wir sind hier in einer super scharfen Stellung und eine Stellung, die vermutlich für dich verloren ist. Warum bietest du jetzt Remis? Wahrscheinlich nur, um mich zu irritieren. Typischer Hatanga-Move. Hauptsache irritieren. Ich glaube, ich mache Läufer G4, weil wenn F3 kann ich Läufer D7 spielen, dann den Springer abtauschen und die Dame nach A7 stellen. Das gefällt mir ganz gut. Probieren wir das mal. Läufer G4. Die Idee, wenn Weiß den Läufer schlägt, kann ich Springer C3 spielen. Damit öffne ich wiederum die E-Linie. Und das wäre gut, weil dann drohe ich auf E1 reinzukommen und Matt zu setzen. Grundreihenmatt und außerdem greife ich die Dame an. Ich habe gerade gestutzt oder gezögert, weil nach Läufer schlägt G4, Springer C3, kann Weiß theoretisch Turm E6 spielen. Dame schlägt D2 habe ich auch nicht gerechnet, aber ich bin nicht Grundreihenmatt, okay. Aber Turm E6 hat mich kurz zum Stutzen gebracht. Weil wenn ich dann mit dem Bauern schlage, schlägt Weiß den Springer und ich komme nicht mehr nach E1. Aber ich kann mit der Dame schlagen, und dann Läufer schlägt E6, dann Springer schlägt D1 spielen. Und dann würde ich auch gewinnen. Macht er jetzt auch, aber ändert nichts. Dame A7 wäre doch nasty gewesen, sagt Tom. Nee, weil Weiß noch was auf B6 dazwischen ziehen kann. Kann man jederzeit in einen solchen Kurs einsteigen? Ja, jederzeit kannst du in den Kurs einsteigen. Und das ist ja auch ein gewiefter Zug, aber ändert hier nichts. Gehe ich hier hin oder nach E3 oder nach E8 vielleicht sogar?
Das ändert alles nichts, oder? Ich mache mal Turm E8. Warum mache ich es eigentlich so kompliziert? Wahrscheinlich, weil ich es kann. Aber musste jetzt auch nicht sein. Genau, du kannst jetzt halt in den Kurs einsteigen, von wo auch immer du möchtest trainieren, solange du Internet hast, also von zu Hause, vom Handy aus, von unterwegs. Das ist alles sehr flexibel. Ich versuche jetzt irgendwie den Läufer von der Diagonale zu vertreiben. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ja, wie vertreibe ich ihn von F3? Es geht nicht, ne? Ja gut, bringen wir erstmal den König ran. Kann er sowieso nicht viel machen hier. Aber wie werde ich denn den Läufer los? Muss doch irgendwie gehen. Ah, seltsam. Na gut, wir müssen es prosaisch spielen. Spielen wir es prosaisch. Und verlieren wir nicht auf Zeit. Okay. Schöne Partie gegen Hatanga. Danke dafür. Danke dafür. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.